Fitness, Freunde, schönen guten Morgen. Heute gibt es wieder den Tag eines Pumpers. Das heißt, ihr werdet sehen, was ein Fitnessfreak, was ein Amateur-Bodybuilder. Warum bezeichne ich mich überhaupt als Amateur-Bodybuilder? Ich war noch nie auf der Bühne, aber ich versuche seit 5 Jahren, meinen Körper zu bauen. Ja, to build a body, Bodybuilder. Und deshalb bezeichne ich mich so. Und ihr werdet heute meinen kompletten Tag sehen. Oder auch den Tag eines Pumpers, wie ich mich ernähre, wie ich trainiere, was ich sonst so mache. Leider könnt ihr euch vielleicht nicht hundertprozentig hineinversetzen, weil ich heute frei habe. Ich bin ein Student in der Lernphase, das heißt, ich muss nicht zu den Vorlesungen. Ich kann heute zu Hause bleiben oder zum Training gehen. Das heißt, ihr könnt den Tag vielleicht durchführen am Wochenende oder wenn ihr selbstständig seid oder wenn ihr keine Schule habt oder keine Arbeit. Dann könnt ihr euch hundertprozentig hineinversetzen und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Einmal die Woche wiege ich mich, um zu sehen, ob meine Diät erfolgreich funktioniert. Für die, die es nicht wissen, ich möchte abnehmen, ich möchte definieren, ich will Fett loswerden und bin derzeit auf 2000 Kalorien. Ich zähle meine Kalorien und ich kann nur jedem das empfehlen, auch seine Kalorien zu zählen, weil dann ist es einfach garantiert, dass ihr abnimmt, wenn ihr abnehmen wollt und dass ihr zunimmt, wenn ihr zunehmen wollt. Ich benutze die App Fat Secret, ja, dazu gibt es gleich mehr. Erstmal stelle ich mich auf die Waage, lege kurz die Kamera ab. Wir haben ein Gewicht von 75,4 Kilo. Und das ist richtig, richtig gering. Ja, seit einem Jahr nicht mehr so tief gewesen. Das heißt, ich war in meiner Massephase auf 87. Ich bin seit Anfang Februar jetzt fast 12 Kilo runter. Ja, die Definition kommt. Und ich kann euch das ja mal kurz hier im Spiegel zeigen. Meine Boxershorts sind richtig, überhaupt nicht mehr eng. Hier, das faltet sich schon. Genauso wie mein Gürtel passt fast nicht mehr auf den letzten Drücker, weil ich so abgenommen habe. Ihr habt auch vielleicht Bilder gesehen bei Facebook und Instagram von mir, dass ich ziemlich abgenommen habe. Komplett ungepumpt jetzt auf dem leeren Magen morgens. Ich gebe zu, ich bin etwas schmal geworden, dafür auch definiert. Das ist halt so in der Defi-Phase. Und ich grübel manchmal mit den Gedanken aufzuhören, wieder auf Masse zu gehen. Aber nein, ich habe mir ein Ziel gesetzt, ich wollte so definiert sein wie noch nie auf 8% Körperfett. Deshalb werde ich jetzt weitermachen. Und ich habe wieder einen ganz großen Gewichtssprung gemacht, jetzt in letzter Zeit. Von 77 jetzt auf 75,4, was ihr gerade gesehen habt. Oder was war das? Ja, 75, irgendwas. Was ihr gerade gesehen habt, ein großer Gewichtssprung. Das liegt daran, dass ich echt sauber gegessen habe in letzter Zeit. Ich habe Spargel gegessen, Salat. Und außerdem werdet ihr sehen, was ich so esse. Heute werde ich wieder richtig sauber essen, aber mir trotzdem was gönnen. Woher weiß ich das überhaupt, wie gut ich heute essen werde? Weil, und das ist wieder ein ganz guter Tipp, ich habe gestern schon meine komplette Ernährung für heute geplant. Das kann ich wieder nur jedem ans Herz legen. Vor allen Dingen, wenn ihr Lust habt, etwas zu essen an einem bestimmten Tag und es nicht mehr geht, es passt nicht mehr in eure Macros, ja, if it fits your Macros, wenn es eben halt nicht passt, weil wenn ihr es trotzdem essen würdet, würdet ihr eure Diät nicht einhalten. Und wenn ihr richtig Bock auf irgendeine Sache habt, dann plant es in den nächsten Tag ein. So werdet ihr euren Heißhunger stillen am nächsten Tag, plant es das schon mal ein und plant eure Nahrung drumherum. Und ich hatte richtig Bock gestern auf was Süßes, habe es mir nicht mehr gegönnt, aber habe es heute eingegeben. Und ihr werdet noch sehen, was es ist. So sieht mein Plan für den Tag aus. Das will ich erreichen. 40 Gramm Fett, 320 Kohlenhydrate, 124 Eiweiß und knapp über 2000 Kalorien. Und ja, das habe ich mir gestern schon geplant. Das ist so geil, weil dann gibt es einfach keine Probleme den ganzen Tag über. Was zu essen, jeder kennt es, ihr sitzt auf dem Sofa, plötzlich habt ihr Hunger. Was könnte ich essen? Und ihr habt nichts. Und wenn ihr es gestern geplant habt, dann wisst ihr genau, was esse ich. Das ist meine erste Mahlzeit, ein Schokojoghurt
mit Früchten. Wie habe ich den gemacht? 100 Gramm Joghurt mit 1,5% Fett, 5 Gramm Kakaopulver, 10 Gramm Honig, eine Viertel Ananas, das war ungefähr 250 Gramm, eine Banane und das war's. Diesmal kein Proteinpulver aus zwei Gründen. Erstens, ich muss gleich zum Training. In einer Stunde werde ich vom Kollegen abgeholt. Das heißt, ich brauche Zeit zum Verdauen. Und deshalb sind das praktisch nur Kohlenhydrate, weil danach habe ich Kraft fürs Training und die sind relativ schnell verdaulich, wenn ich Eiweiß noch hätte. Eiweiß ist der Nährstoff, der am längsten im Körper braucht, um verarbeitet zu werden. Und der Körper hat am meisten Energie, das Eiweiß der Körper hat am meisten Probleme, das Eiweiß in Energie umzuwandeln. Und deshalb ist Eiweiß als Pre-Workout eher nicht so gut. Im Gegensatz zu BCAAs, ja, das sind ja nur Aminosäuren, also es ist kein Eiweiß, sondern die Bestandteile des Eiweißes. Deshalb werde ich die vorm Training nehmen. Aber das war der erste Grund. Und der zweite Grund ist, dass ich meine Proteine gesenkt habe auf 120 Gramm. Ja, vielleicht haben einige das Video gesehen. Warum so niedrig? Ich mache ein Experiment. Ich will dafür mehr Kohlenhydrate essen. Ich habe mein Fett gesenkt und meine Proteine. Ich will dafür mehr Kohlenhydrate essen, um mehr Energie beim Training zu haben vor allen Dingen und um zu sehen, ob man auch mit 120 Gramm, das wären bei mir ungefähr 1,5 Gramm Proteine auf 1 Kilogramm Körpergewicht, ob ein Mensch damit auch ja, gut zurechtkommen kann beim Training, also keinen Muskelverlust erleiden und vielleicht sogar auch Muskeln aufbauen. Könnte man, denke ich mal schon, allerdings nicht bei einem Kaloriendefizit, in dem ich gerade bin. Aber ich versuche es mal mit zu wenig Eiweiß, um wie gesagt vielleicht beim Training ein bisschen stärker zu werden. Und das waren die beiden Gründe, deshalb mache ich kein Proteinpulver. Und heute ist sogar gar kein Proteinpulver drin in meinem ganzen Tag. Ja, die restlichen Mahlzeiten kommen noch. Das ist nochmal zusammengefasst die Lebensmittel, die wir hier drin haben. Das muss sich ändern. Ich hatte nur 100 Gramm Naturjoghurt. Und wir kommen auf 400 Kalorien nur für das hier für die ganze Schüssel. 15 Gramm Eiweiß, 86 Kohlenhydrate und 5 Gramm Fett. Das Frühstück ist gegessen. Ich bin mir sicher, ich werde viel Power beim Training haben. Durch die 100 Gramm kurzkettigen Kohlenhydrate, die ich eben zu mir genommen habe. Und vorher gibt es noch BCAAs, 5 Stück. Heute wird Rücken trainiert und da darf natürlich eine Sache nicht fehlen. Das Aufwärmen mit der Rolle. Und ich nehme einen kleinen Barcelona-Ball dazu, obwohl ich Real-Fan bin. Den habe ich richtig hart aufgepumpt und der kann in meine Rückenstellen besser eindringen als die Rolle. Vor allen Dingen auch, weil er härter ist. Damit wärme ich mich noch 15 Minuten auf und dann geht es ab zum Training. Nach dem Training ein Corny Sugar Free, nur 67 Kalorien pro Riegel, 1,6 Gramm Eiweiß, 12 Gramm Kohlenhydrate, davon gar kein Zucker und nur 2 Gramm Fett. Yeah! Dieses Yeah ist irgendwie voll schon so ein Natural Bodybuilding Symbol geworden. Und ich war gerade einkaufen, gleich nach dem Training. Und was haben wir hier? Omega-3 heute Morgen vergessen zu nehmen, gleich werde ich mir es noch nehmen.
Ja, hier, ich finde dieses Trader Joe's eigentlich richtig gut und deshalb versuche ich zwei Steaks von dem, weil das ziemlich günstig ist. Nur 5 Euro, 400 Gramm, zwei Steaks, ja eingefroren, aber mal gucken, ob die Qualität, wie die Qualität ist. Dann Garnelen, ja, dieser hier, was ich hier noch habe, also zum Steak, dann noch geile Gewürze. Werde ich aber nicht heute essen, sondern irgendwann kann man ja in die Tiefkühltruhe nehmen. Dann hier Milch und Brötchen. Die drei Sachen werden heute noch eine Rolle spielen, werdet ihr nachher sehen. Dann noch Mais werde ich dann wahrscheinlich zum Steak essen vom Grill. Kartoffeln werden heute auch noch eine Rolle spielen. Bananennachschub. Ihr seht, die sind ziemlich grün. Warum? Weil reife Bananen habe ich schon hier und deshalb brauchte ich Nachschub. Und da hole ich immer grüne Bananen, denn die müssen ja noch reif werden. Und Erdbeeren und Birnen. Und Planung ist alles, wie gesagt. Hier schon mein nächstes Essen vorbereitet. Ich habe hier Suppengemüse, Wasser, Salz und Pfeffer und gelbe Schälerbsen. Das wird eine Erbsensuppe. Die werde ich mir gleich reinziehen. Das muss jetzt ungefähr eine Stunde kochen. Wenn ihr euch Erdbeeren kauft, dann müsst ihr die sofort durchgucken, weil es kann sein, dass es im Supermarkt von oben ganz schön aussieht, aber unten ein paar schlechte dabei sind und nach einem Tag sind dann alle versaut, weil sie dann sozusagen, hier habe ich die schlechten rausgefischt, weil sie sozusagen die gesunden Erdbeeren dann anstecken. Ja, die werde ich dann jetzt nicht wegschmeißen, sondern die schlechten Stellen abschneiden und dann sofort essen. Und dann habe ich das sozusagen sortiert, dass unten die perfekten sind und immer weiter oben die ja schon an der Grenze sind, schlecht zu werden, damit man die zuerst isst und somit die ganze Schale am längsten hält. Hat gerade angefangen zu regnen, voll ätzend. Ich möchte euch mal jetzt durch mein Wohnzimmer und durch meine Küche führen, kurz, um euch zu zeigen, wann ich zufrieden bin, wenn welche Lebensmittel da sind und wie viel. Und fangen wir hier an bei dem Obstteller. Immer auf dem Wohnzimmer, auf dem Tisch, damit jeder zugreifen kann. Mindestens so viel muss immer da sein. Ja, meine Supplemente sind da, auch immer ein schönes Gefühl, ein Freudegefühl. Dann gehen wir hier zu dem Kohlenhydratschrank. Hier haben wir Reis, Bohnen. Ja, Nüsse jetzt keine Kohlenhydrate, aber geht auch so in die Richtung Reiswaffeln, Brot, Brötchen, bisschen Zucker, auch wenn ich das nicht benutze. Hier den Supplementschrank habe ich schon ein paar Mal gezeigt, brauch ich nicht zu erklären. Hier unten habe ich dann die Gewürze und das muss immer sein, finde ich, weil man weiß ja nie, was man kocht und man braucht immer passende Gewürze. Dann auch Balsamico, Essig und andere. Ja, Öl, Olivenöl und Rapsöl, auch wenn ich das nicht benutze. Dann haben wir hier Zwiebeln und Kartoffeln unten drin. Und jetzt kommt der Kühlschrank. So sollte der aussehen, meiner Meinung nach idealerweise. Alles voll. Und da auch alles voll. Also passt nichts mehr rein. Und ich liebe das dann, denn dann kann ich immer genau das auswählen, was ich will. Viele Sachen werde ich leider bald wegschmeißen müssen, die ich nicht esse. Ja, die Butter nicht so oft. Dann sowas, ja, weil es zu viel Fett hat. Es ist dann dazu da, wenn Gäste kommen, zum Beispiel Mayonnaise, polnisch, das schmeckt geil, aber werde ich auch wohl bald wegschmeißen. Genauso wie einige Soßen von hier. Obwohl die gehen durch, ja, die sind nicht so fettig. Die geht auch gerade noch durch. Und ja, da, hier ist eigentlich so der Bereich, wo die schlechten Sachen drin sind, da sind dann die guten. Gefrierschrank ist auch voll, dann Fleisch, Fisch, Garnelen, Steaks, Eiswürfel und sowas. Und hier ist mein Essen, hat angefangen zu kochen. Freue mich schon drauf. Eine schöne Suppe wird das. Eine kalorienarme Suppe. Nochmal was zur Planung, weil es mir jetzt gerade wirklich richtig auffällt. Während das eine Essen fast fertig ist, bereite ich hier schon die nächste Mahlzeit und die übernächste Mahlzeit vor, damit ich nur einmal in der Küche stehen muss und nicht dreimal. Bis jetzt habe ich nur gefrühstückt und sonst nichts gegessen, naja, außer den Corny, aber der hat auch noch, der war zwar nicht geplant, also die Individualität müsst ihr trotzdem drin haben, aber der hat noch gepasst, weil ich, wie gesagt, am Morgen etwas weniger Joghurt genommen habe und deshalb hat der Corny genau gepasst. Nach dem Training habe ich spontan gegessen und jetzt kommt die zweite Mahlzeit. Das ist die Erbsensuppe
Und ein Salat, der besteht aus Eisbergsalat, Feldsalat, Rucola-Salat, getrockneten Tomaten, hier selbstgemachten Joghurt-Dressing, 50 Gramm und so einen geilen Käse, beziehungsweise zwei verschiedene Käsesorten, die ihr hier seht, diesen weißen. Das ist einmal der Ziegenkäse, ja, von Edeka, schmeckt richtig geil. Und der schmeckt noch geiler, ist aus Kuhmilch, ja, Hirtenkäse in Salzlake. Die beiden schmecken in Kombination mit dem Salat und dem Joghurtdressing perfekt. Das also die zweite Mahlzeit. So sieht das hier aus. Salat gebe ich nicht ein. Wie gesagt, kalorientechnisch vernachlässigbar. 455 Kalorien, 30 Gramm Eiweiß, 60 Gramm Kohlenhydrate und 11 Gramm Fett. Jetzt habe ich mich richtig vollgefressen und genau das ist das Ziel bei einer Diät. Man sollte sich vollfressen, man sollte immer satt sein, denn kein Mensch auf der Welt sollte hungern, das gilt für alle und trotzdem kann man abnehmen. Das ist meine nächste Mahlzeit, Seelachsfilet mit einer Zitrone, Meersalz und Zitronenpfeffer. Dazu dann selbstgemachte Pommes mit ein wenig Olivenöl und grüne Bohnen mit Butter angebraten. Und dazu werde ich Ketchup essen. Hier haben wir nochmal alles aufgelistet. Alles sehr wenig Butter und sehr wenig Öl. Halbes Kilo Kartoffeln. Und das macht insgesamt 675 Kalorien, 37 Gramm Eiweiß, über 100 Gramm Kohlenhydrate und 13 Gramm Fett für diese Mahlzeit. Zum Nachtisch trinke ich noch einen Tee und esse vier solche Protein-Cookies. Eigentlich sollten das Muffins werden, aber ich habe vergessen, sie in eine Form zu tun und habe sie nur an das Papier getan. Aber ich denke mal, das Rezept wird noch kommen, denn ich bin da am was richtig Geiles ausprobieren. Protein-Muffins. Allerdings jetzt in meinem Fall hier ohne Protein, da ich heute keins mehr brauche. Ich hatte einfach nur Lust auf was Süßes zum Tee und mit ein bisschen Stevia drüber gestreut. Das war das Weiße, was hier oben so drüber ist. Und schmecken tun sie ganz gut. Und sind sehr kalorienarm. Meine letzte Mahlzeit ist einfach nur eine Banane und ein Vanille-Proteinshake. Ich hatte eigentlich was anderes geplant mit Quark und Früchten und Milch, so einen Joghurt draus mixen, aber ich habe wirklich keinen Hunger mehr. Trotzdem muss ich noch auf mein Eiweiß kommen. Der Eiweißbedarf wäre durch den Quark gedeckt worden, aber da ich den nicht mehr esse, da muss ich noch einen Shake trinken. Und meine Snacks hatten heute insgesamt 485 Kalorien. Ja, hier 485 waren die Snacks. Ja, das war unter anderem der Corny. Dann die nicht gelungenen Muffins. Die werde ich euch irgendwann noch vorstellen, wenn ich die richtig drauf habe. Und dann hier letztendlich der Shake. Ja, dann hatten wir hier vorhin der Lachs. Hier hatten wir die nee, nicht Linsen, sondern Erbsensuppe und der Salat und das Frühstück eben halt. Letztendlich kommen wir am Ende des Tages auf 2000 Kalorien, 120 Gramm Eiweiß, 300 Kohlenhydrate und 41 Fett. Und die perfekten Nährwerte, die ich erreichen wollte, auch wenn ich einiges jetzt geändert habe, also nicht den Plan so durchgezogen habe, wie ich wollte, aber man muss ja auch ein bisschen flexibel bleiben und ja und sich gegebenenfalls dann anpassen. Und zwar daran, ob man noch Hunger hat oder auf was man Lust hat, ist ja auch immer eine spontane Sache. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dann, euer Fitness-Oskar.